lecker essen und dabei auch noch die Arthrose in den Griff kriegen? Geht das? Wie wäre es denn zum Beispiel mit Ingwer? In Asien gilt er als eine Art Wunderknolle und wird gegen die unterschiedlichsten Leiden eingesetzt. Bei Erkältungen, Übelkeit und als Schmerzmittel. Aber taugt er auch gegen Arthrose? Tatsächlich haben Wissenschaftler festgestellt, dass Ingwer die Bildung von Entzündungsstoffen unterdrückt, die normalerweise Schmerzen auslösen. Die Wirkstoffe aus dem Ingwer arbeiten also ganz ähnlich wie die klassischen Schmerzmittel Acetylsalicylsäure, Ibuprofen oder Diclofenac. Ob das auch bei Arthrose funktioniert, haben die Forscher in einer Studie an 250 Patienten ausprobiert. Die Patienten bekamen entweder zweimal täglich Ingwerkapseln oder sie bekamen Kapseln ohne Ingwer, also ein Placebo. Das Ergebnis, die Patienten in der Ingwer-Gruppe brauchten weniger Schmerzmittel als Probanden, denen man ein Placebo gab. Und dabei ging es ihnen sogar noch besser, denn sie hatten weniger Nebenwirkungen als die Patienten in der Placebo-Gruppe. Allerdings nahmen die Probanden Kapseln mit Ingwer-Extrakt ein. Ob auch frischer Ingwer so stark wirkt, ist genauso unklar wie die Frage, wie sich die Wirkung durch die Zubereitung verändert. Auch anderen Gewürzen sagt man eine Wirksamkeit gegen Arthrose nach. Aber alle Gewürzstudien haben das Problem, es wurden insgesamt zu wenige Patienten untersucht. Das gilt auch für Kurkuma. Für einen wissenschaftlichen Beweis reichen die Studien nicht. Wer aber gern mit Gewürzen kocht, macht mit Ingwer und Co. sicher nichts falsch. Noch eine beliebte Empfehlung, auf Fleisch verzichten. Besonders rotes Fleisch ist im Verruf. Es soll verschiedenste Krankheiten begünstigen. Dass es auch Arthrose fördern soll, scheint logisch. Fleisch enthält viel Arachidonsäure. Aus der Arachidonsäure bildet der Körper Stoffe, die zu Entzündungen und Schmerzen am Gelenk führen können. Ob Fleisch wirklich einen spürbaren Einfluss hat, haben Forscher an einigen Patienten ausprobiert. Die Patienten verzichteten einige Zeit lang auf Fleisch und tatsächlich, sie hatten weniger stark geschwollene Gelenke und weniger Schmerzen. Allerdings war diese Studie winzig und die wenigen Patienten hatten nicht einmal Arthrose, sondern Rheuma. Ob Fleischverzicht auch gegen Arthrose hilft, bleibt also unklar. Unumstritten ist letztlich nur diese Empfehlung, generell weniger essen und dadurch abnehmen. Der Grund dafür ist klar. Der Druck in Knie und Hüfte sinkt, wenn weniger Gewicht auf den Gelenken lastet. Je nach Gelenk und Bewegung kann die Druckentlastung sogar ein Vielfaches der Gewichtsabnahme betragen. Dadurch nehmen die Schmerzen ab und die Gehgeschwindigkeit nimmt zu. Und für die, die noch keine Arthrose haben, ist das Abnehmen eine gute Vorbeugung. Letztlich gilt daher für alle Arthrose-Ernährungsempfehlungen, wenn die Ratschläge dazu führen, dass man sich bewusster ernährt und dadurch abspeckt, dann funktionieren sie. Und wenn es dabei noch gut schmeckt, umso besser. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, ihr wollt zum nächsten Video, aber wie wäre es mit einem von diesen beiden hier? Ich glaube, sie könnten euch interessieren. Falls euch dieser Kanal interessiert, gerne hier oben kostenlos abonnieren. Und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, unten auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Das passiert nämlich jede Woche. Und das war's auch schon. Ich lasse euch in Ruhe. Bis bald.